Über 100 Jahre sind seit Einführung des Frauenstimmrechts in Deutschland im November 1918 vergangen. In der Weimarer Verfassung blieb aber das Ungleichrecht im Privatrecht und insbesondere im Familienrecht bestehen, wonach eine Frau weiterhin zur Familien- und Hausarbeit verpflichtet war und der Ehemann die Entscheidungsgewalt über alle ehelichen Angelegenheiten hatte. Er war auch bis zum Gleichberechtigungsgesetz 1957 weiterhin berechtigt, die Arbeitsverträge seiner Frau zu kündigen. Noch bis in die 70er Jahre hinein mussten Frauen ihren Ehegatten um Erlaubnis fragen, ob sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürften. Insbesondere die einschneidenden Gesetze und Verordnungen im Nationalsozialismus, die die Frau auf ihren Platz als Mutter und Hausfrau verwiesen, lähmten die Entwicklung der Frauenbewegung. Damit wurde Frauen die tatsächliche Möglichkeit, als gleichberechtigte Bürgerin Politik zu machen, noch jahrzehntelang verwehrt. Der erste Deutsche Bundestag 1949 konnte einen Frauenanteil von 6,8% verzeichnen. Bis 1982 blieb der Frauenanteil relativ konstant und unter 10%. Erst mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag und ihrer Selbstverpflichtung zur innerparteilichen Parität vor der Bundestagswahl 1987 sprang der Frauenanteil um über 5 Prozentpunkte auf 15,4%. 1990 zogen SPD und Linke mit innerparteilichen Mindestquoten nach, was sich auch direkt im Frauenanteil beobachten ließ. 1998 erhöhte sich mit der Einführung des parteiinternen Frauenquorums der CDU von einem Drittel der Frauenanteil dann nochmal deutlich auf rund 31%. Seit 2002 stagniert der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei ungefähr einem Drittel. 2017 kam es sogar zu einem erneuten starken Rückgang um über 6% im Vergleich zum Bundestag 2013. Der aktuelle Deutsche Bundestag kann erneut nur 34,7% Flinte nachweisen. Doch ist ein Drittel wirklich genug? Das ist natürlich zu wenig, weil da muss ja mindestens 50 stehen. Ja, wir haben den Anspruch, die Gesellschaft im Parlament zu repräsentieren. Das ist auch sozusagen die eigene Vorgabe, die sich der Bundestag ja auch gibt, Spiegel der Gesellschaft zu sein. Ein Spiegel der Gesellschaft ist man natürlich nicht, wenn Frauen unterrepräsentiert sind. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Ines Weber von der CAU Kiel forscht zur interdisziplinären Geschlechterforschung und feministischen Ideengeschichte und erläutert, warum das problematisch ist. An erster Stelle ist es ein normatives Problem, weil es ein Gerechtigkeitsproblem ist. Also Frauen sind, stellen über die Hälfte der Bevölkerung, sind aber nicht beteiligt an der Hälfte der Macht, sind nicht in der Hälfte der Führungspositionen. Und das ist einfach nicht gerecht. So. Wenn wir das aber empirisch angucken, dann sehen wir, dass Frauen strukturell benachteiligt werden. Und zwar auch dadurch, weil sie nicht an den Führungspositionen beteiligt sind und eben nicht die Regeln mitmachen. Konkret kann man das zum Beispiel am Paragraph 218 machen, wo Frauen bis 1972 überhaupt nicht mit beteiligt wurden an Diskussionen rund um Gesetzesveränderungen. Da haben Männer das unter sich gemacht und es geht ganz konkret um den Körper der Frau, um staatliche Eingriffe oder Nicht-Eingriffe in den Körper der Frau. Und Frauen wurden nicht gefragt. So, Ehegattensplitting, weiteres Beispiel, wo wir ganz, ganz klar sehen können, dass das Einverdienermodell, und das meint im Prinzip, dass der Mann das Geld mit nach Hause bringt und die Frau eben zu Hause ist, sich um den Haushalt kümmert, dass das Einverdienermodell letztlich die Norm ist und es für Frauen im Prinzip keine Anreize gibt, arbeiten zu gehen. Und das sind alles in der Summe Benachteiligungen, die auch daraus entstehen, dass Frauen nicht mitsprechen bei gesetzlichen Bestimmungen, bei Veränderungen. Das kann auch Bundestagsabgeordnete und Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Luise Amtsberg von Bündnis 90 den Grünen, so bestätigen. Das ist für uns Frauen im Politikbetrieb natürlich immer ein wahnsinniger Kampf. Wir müssen sozusagen mit weniger Womanpower unsere Lebenslagen auch versuchen, Gehör zu verschaffen und auch entsprechend Dinge zu ändern. Und wie das nun mal so ist, das ist ja auch per se keine schlechte Sache. Es ist ja so, dass Menschen natürlich vor allen Dingen auch aus ihren eigenen Erfahrungen heraus Politik machen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass Frauen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte, dass
Menschen, die in irgendeiner Form auch marginalisiert sind in dieser Gesellschaft, einen Platz im Deutschen Bundestag haben, dort repräsentieren und für ihre Lebenserfahrung auch einstehen und daraus Politik ableiten können. Und wenn das nicht passiert, dann entsteht, kann es zumindest passieren, dass eine Politik entsteht, die eben nicht den Anliegen der Bevölkerung Rechnung trägt. Und das ist schlecht. Ist ja auch am Ende dann ein Legitimationsproblem für den Politikprozess insgesamt. Doch wieso sind Flinter trotz über 100 Jahren Frauenwahlrecht nach wie vor politisch so unterrepräsentiert? Politik bedeutet eben auch sehr stark Netzwerke haben. Ganz häufig haben Männer die Netzwerke untereinander. Das ist so das eine. Und damit verbunden ist aber auch, dass wir sehen, dass Menschen vorrangig Leute rekrutieren und fördern, die ihnen sehr ähnlich sind. Und dadurch, dass Männer an Spitzenpositionen sitzen, fördern sie eben auch Männer, die ihnen sehr ähnlich sind. Dann gibt es noch den Erklärungsansatz, der auch absolut überzeugend ist, meines Erachtens, dass der Politikbetrieb eben von Männern gemacht wurde und die ganzen Strukturen und Regelungen, die dort herrschen, eben männlich dominiert sind, männlich konnotiert sind, dominiert sind. Und dass Frauen aufgrund dieser Regelungen, dieser Strukturen strukturell diskriminiert werden, ausgegrenzt werden. Und Männer wollen auch, dass das so bleibt. Es geht letztlich im Politikbetrieb auch um Machtverteilung und möglichst viel Macht eben bei sich. Das ist die Logik dieses ganzen Systems. Und von daher sind sozusagen die Strukturen, die gemacht wurden im Politikbetrieb, auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Frauen weiterhin nicht da in dem Maße mitspielen, wie sie eben in der Bevölkerung vertreten sind. Ein weiterer Ansatz ist, dass wir letztlich alle von bestimmten Stereotypen und Annahmen geprägt sind. Die kommen aus unserer Sozialisation. Und das führt zu Verzerrungen. Bias nennt man das. Und das bedeutet halt auch, dass man gewisse Erwartungen an Frauen hat, häufig, und dadurch zum Beispiel auch ihre tatsächlichen Kompetenzen, ihre Fähigkeiten, ihre Leistung anders einschätzt, als sie objektiv da sind. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Diskussion, als Angela Merkel Kanzlerkandidatin wurde. Da wurde sehr, sehr breit darüber diskutiert, ob eigentlich eine Frau Bundeskanzlerin sein kann. Und mit dieser Schere im Kopf, mit diesen Gender-Biases, die halt da sind, die ganz häufig auch unreflektiert weiter fortgetragen werden, die sorgen eben auch dafür, dass Frauen innerhalb des Politikbetriebes nach wie vor unterrepräsentiert sind. Dabei erstreiten sich Frauen seit Jahrhunderten mit Vehemenz und Erfolg ihre politischen Rechte. Ein besonders prominentes Beispiel dafür ist die Sozialistin Clara Zetkin. Mit Beginn der Weimarer Republik konnte das Frauenwahlrecht erstmals auf nationaler Ebene durchgeführt werden. 82,3% der wahlberechtigten Frauen beteiligten sich damals an der Wahl. Der Frauenanteil der Delegierten lag bei 9%. Doch schon bereits seit den 1890er Jahren wurde dieses Recht von einer sich entwickelnden Frauenbewegung eingefordert und vehement erstritten. Eine der wichtigsten Aktivistinnen dieser Frauenbewegung war Clara Zetkin. Sie war nicht nur eine Frauenrechtlerin, sondern auch Politikerin, Friedensaktivistin, Antifaschistin und Revolutionärin. Ihren revolutionären Antrieb behielt sie ihr ganzes Leben lang bei. Sie arbeitete bis zu 20 Stunden am Tag und kämpfte trotz Krankheit bis ins hohe Alter unermüdlich für soziale Gerechtigkeit und insbesondere für die Rechte der Frauen. Seit den Anfängen der Arbeiterbewegung in den 1830er Jahren entwickelt sich Clara Zetkins Lebensort Leipzig zu einem großen Kern der Arbeiterbildungsbewegung. Das hat maßgeblichen Einfluss auf Zetkin. Sie engagiert sich in der Arbeiterbewegung und tritt mit 21 Jahren in die SPD ein, in der sie 40 Jahre lang Mitglied sein wird und sich vor allem mit der sozialen und der Frauenfrage beschäftigt. Clara Zetkin ist eine der führenden Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung. Die Unterdrückung der Frau, die auf allen Ebenen benachteiligt war, liegt ihr zufolge in der Klassengesellschaft begründet. Im Gegensatz zur bürgerlichen Frauenbewegung geht sie nicht davon aus, dass alle Frauen die gleichen Interessen hätten, sondern dass die Frauenfrage je nach Klasse anders zu behandeln sei. Clara Zetkins Frauenfrage ist kein Kampf gegen das männliche Geschlecht, sondern ein Kampf gegen das kapitalistische System, welches nur durch die Gemeinschaft des gesamten Proletariats zu bewerkstelligen sei. Aus diesem Grunde kritisiert sie die bürgerliche Forderung des Frauenwahlrechts,
da das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit keinen Kurs hätte. Außerdem sah sie in der Ausbeutung der Arbeiterinnen auch die der Arbeiter mit verschuldet, da durch den geringen Lohn der Frauen auch der Lohn der Männer gedrückt werde. In ihrer ersten öffentlichen und ausführlichen Rede zur Befreiung der Frau von 1889 heißt es: Die Emanzipation der Frau wie die des ganzen Menschengeschlechtes wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit von Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. 1892 wird Zetkin Chefredakteurin der neu herausgegebenen proletarisch-feministischen Zeitschrift der SPD Die Gleichheit, die einen großen Stellenwert im Kampf um das Frauenstimmrecht einnehmen soll. Die Teilnahme an politischen Versammlungen und Kundgebungen ist für Frauen noch bis 1908 in Preußen verboten. Ab 1902 durften sie jedoch an politischen Versammlungen teilnehmen, wenn sie durch ein Seil von den Männern getrennt waren und sich still verhielten. Die Frauenfrage wird weiterhin von der patriarchalen Gesellschaft und auch von den männlichen Genossen als nebensächlich abgetan, woraufhin die Frauen in der SPD ab 1900 anfangen, sich eigenständig zu organisieren. Sie fordern die Einbeziehung der Arbeiterinnen in die Gewerkschaften und in den allgemeinen Klassenkampf der Partei und gründen die Frauenkommission für Propaganda. Diese veranstaltet Bildungszirkel für Arbeiterinnen, welche unter Decknamen abgehalten werden, denn es herrscht immer noch ein Versammlungsverbot für Frauen. Diese Zirkel werden zunehmend von der Polizei aufgelöst, trotzdem sind sie sehr erfolgreich. Hatten die proletarischen Frauen erst einmal den Weg zur Frauenbewegung gefunden, waren sie meistens sehr aktiv, handlungsfähig und kampfbereit. Die proletarische Frauenbewegung kann sogar als eine der erfolgreichsten Bewegungen im Deutschen Reich angesehen werden. 1907 organisiert Zetkin die erste internationale Frauenkonferenz. 58 Frauen aus 15 Ländern sind anwesend. Auf Clara Zetkins Initiative wird 1910 der Internationale Frauentag beschlossen, welcher erstmals am 19. März 1911 realisiert wird und sich vor allem dem Kampf um das Frauenwahlrecht widmen sollte. Seit 1914 wird er jährlich am 8. März gefeiert. Mit der Abdankung des Kaisers Ende des Ersten Weltkriegs wird 1918 eine Republik ausgerufen und das feudale Dreiklassenwahlrecht abgeschafft. Dadurch wird auch das allgemeine Wahlrecht für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen und somit das Frauenwahlrecht eingeführt. Damit werden Frauen erstmals gleiche Staatsbürgerrechte zugestanden, ein Meilenstein in der Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Von 1920 bis zu ihrem Tod ist Clara Zetkin Reichstagsabgeordnete der KPD, die sich aus der marxistisch-revolutionären Fraktion der SPD bildete. Die Gruppe geht auf eine Initiative Rosa Luxemburgs zurück, mit der Clara eine enge Freundschaft verbindet. Am 30. Juni 1932, ein Jahr vor ihrem Tod, eröffnet Clara Zetkin als Alterspräsidentin die Sitzung zum Reichstag, dem sie seit seines Bestehens ununterbrochen angehörte. Auf die Einladung zur Eröffnungssitzung antwortet sie: Ich werde kommen, tot oder lebendig. Clara Zetkin ist mittlerweile 75 Jahre alt. Sie ist von Alter und Krankheiten gezeichnet, kann kaum noch sehen. In ihrer Rede ruft sie zum Widerstand gegen die NSDAP auf, die inzwischen stärkste Fraktion im Reichstag ist und deren Drohungen zum Trotz sie die beschwerliche Reise aus einem sowjetischen Sanatorium nach Deutschland antritt. Als Alterspräsidentin übernimmt sie die Sitzungsleitung des Reichstags, welche sie an den gewählten Hermann Göring der NSDAP übergeben muss. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erlebt Clara Zetkin nicht mehr. Sie stirbt 1933 im Exil in Moskau. Die Forderung nach einem gesellschaftlichen Umbruch, wie sie Clara Zetkin stellte, lässt sich so auch heute noch wiederfinden. Nach wie vor geht es um politische Repräsentation, um das Recht am eigenen Körper, um ökonomische Unabhängigkeit. Wie kann diese deutliche und problematische politische Unterrepräsentation also ausgeglichen werden? Eine Nonplusultra-Lösung gibt es nicht. Was wir sehen in der Geschichte meines Erachtens ist, dass wenn wir auf Freiwilligkeit setzen,
nicht viel passiert, ja, sondern es muss politischer Druck aufgebaut werden, auch von Frauen, damit sich was verändert. Ich spreche mich sehr stark für Quotierung aus, weil Quotierung uns wirklich zeigen, dass am Frauenanteil massiv was verändert werden kann, auch innerhalb kurzer Zeit. Die Personen, die in den Deutschen Bundestag einziehen, sind letztlich Leute, die über Parteien aufgestellt werden, als DirektkandidatInnen oder eben über Wahllisten. Und entsprechend müssten die Parteien innerhalb ihrer Entscheidungsprozesse dafür sorgen, dass mehr Frauen gezielt auch auf diese entscheidenden Positionen gehievt werden. Vorrangig in der Pflicht sind hier noch die konservativen Parteien, weil die linken Parteien doch schon sehr viel gemacht haben. Sie sind auch sehr stark unter Druck, weil das eben auch ihre ideologischen Ziele natürlich mit sind. Frauenemanzipation, Frauenförderung. Aber die konservativen Parteien haben da noch ordentlich Nachholbedarf. Wir sehen aber leider auch, dass dies eben sind, die sich am wenigsten bewegen bei dieser Frage. Auch Luise Amsberg und die frauenpolitische Sprecherin der linken Fraktion im Bundestag, Heidi Reicheneck, sprechen sich klar für eine Parität im Bundestag aus. Sie sehen aber auch, dass strukturelle Veränderungen in der Politik erforderlich sind. Also politisches Engagement beginnt ja vor allen Dingen in Jugendorganisationen und in der Kommunalpolitik. Und da ist es schon so, dass man wirklich auch gucken muss, selbst in Strukturen, die vielleicht nicht so viele mediale Öffentlichkeit erfahren, dass die sich auch fit machen gegen Sexismus, gegen Ausgrenzung, für Repräsentanz. Also dass das nicht nur, weil das ein Kommunalparlament ist oder so, dann da in Ordnung ist, dass man sexistische Sprüche gedrückt bekommt. Wenn ich mich aber mit meinen Kolleginnen, politischen Kolleginnen unterhalte, erfahre ich das immer wieder, ja, in den Kommunalparlamenten, kommunalen Gremien, wo die Aufmerksamkeit nicht so hoch ist, passiert es dann doch schon häufiger und vor allen Dingen auch ungeschützter. Und es gibt auch weniger Menschen, die dann Partei ergreifen und sagen, so geht das nicht, ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch ran, also dass wir auch in den Ehrenamtsstrukturen wirklich unsere Selbstverpflichtungen einhalten, dass Sexismus auch klar benannt wird. Das sind ehrenamtlich Tätige, die versuchen, neben Job und Familie noch politisch sich einzubringen. Und es ist einfach abschreckend, wenn man dann merkt, dass die Strukturen verkrustet, alt, teilweise sexistisch sind und eben viel zu viele Männer unterwegs sind. Was soll da eine junge Frau dran attraktiv finden? Und das, glaube ich, müssen wir überwinden. Da müssen wir richtig ran. Und das ist eben am meisten leistbar durch eine veränderte Repräsentanz, ja, also eine höhere Repräsentanz von Frauen, sodass man sich auch gegenseitig unterstützen kann, falls man eben in so eine Situation kommt, wo das Arbeits- oder das politische Umfeld dann unangenehm wird. Auch laut Reicheneck muss systematischer angesetzt werden. Das heißt, wir müssen natürlich tiefer gehen. Wir müssen ganz klar sagen, wir brauchen eben eine Arbeitszeitverkürzung, damit alle Menschen die Zeit haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir brauchen eine breite Diskussion über die Verteilung von unbezahlter Sorge- und Pflegearbeit, die eben größtenteils von Frauen übernommen wird. Wir brauchen natürlich auch eine Diskussion darüber, wie beispielsweise Kommunalpolitik, da war ich ja auch 5 Jahre lang aktiv, so gestaltet werden kann, dass Sitzungen nicht immer erst spät abends stattfinden, wo ich meine Kinder nicht mehr betreuen lassen kann. Das gilt natürlich für den Bundestag genauso. Man muss natürlich auch darüber diskutieren, ob man Kommunalpolitik nicht zumindest teils entlohnt, weil da wirklich ein unglaubliches Arbeitsvolumen aufkommt. Und da sind dann eben Frauen nochmal die da am wenigsten die Chance haben, das noch on top zu allem anderen, was sie leisten, auch noch mit abzudecken. Und besonders wichtig auch für die Zukunft von politischer Repräsentation? Es ist nicht immer nur eine Frage von Repräsentanz, sondern auch Sichtbarkeit. Ja? Menschen müssen ja auch sich inspiriert und gesehen fühlen. Und das tun sie natürlich leichter, wenn sie eben auch sehen, da ist eine weibliche Außenministerin. Ja? Junge Mädchen, die eine weibliche Außenministerin sehen, entwickeln vielleicht eher auch den Gedanken, hey Mann, das kann ich auch erreichen. Ja? Das ist in diesem Land, geht das. Auch Gastprofessorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, Professor Agnes Blome, betont die Vorteile von weiblicher politischer Repräsentation. Es gibt in der Politikwissenschaft schon eine große Debatte darüber, ob eben die reine Anzahl von Frauen im Parlament nicht auch Auswirkungen hat auf ganz unterschiedliche Aspekte, also auf das Agenda-Setting, auf die Themen, die in den Parlamenten debattiert werden, aber eben auch auf die Durchsetzung von Interessen und damit letztendlich auch auf Politikwandel. Und es wird tatsächlich häufig gezeigt, dass weibliche Abgeordnete eher die Interessen von Frauen vertreten als männliche Abgeordnete. Wir sehen das beispielsweise auch ganz, ganz deutlich in bestimmten Politikfeldern, beispielsweise in der Familien- und Sozialpolitik. Aber es sind auch noch andere Aspekte, die eben einen Einfluss haben. Beispielsweise ändert sich der Politikstil, wenn mehr Frauen im Parlament sind. Aber auch natürlich
eine hohe Anzahl von Frauen, insbesondere wenn sie in politischen Führungspositionen sind, eben auch eine Vorbildfunktion. Also es gibt Forschung darüber, wie das Geschlechterrollenverständnis von jungen Menschen beeinflusst wird oder auch die Beteiligung von jungen Menschen überhaupt an der Politik. So war Clara Zetkin beispielsweise auch ein Vorbild für die Politikerin Luise Amtsberg. Ja, sie hatte schon auf jeden Fall einen Einfluss inhaltlich und natürlich, also gerade in solchen Zeiten, eine starke Frau zu kennen, die wirklich gegen alle Widerstände trotzdem offen spricht und sowas inspiriert natürlich. Man denkt sich dann natürlich auch, wenn Frauen damals so mutig waren, müssen wir es heute erst recht sein.